Heute den Einleitungsvortrag beginnen mit dem Titel der Krebserkrankung ganzheitlich begegnen und schon mal vorneweg schicken, dass es das Wundermittel in der Medizin, weder in der Schulmedizin noch in der Naturheilmedizin zur Behandlung bei Krebserkrankungen nicht gibt, meiner Meinung nach. Ich glaube, und das werden Sie auch später in meinem letzten Vortrag kennenlernen, dass das Wunder letztendlich in jedem von uns selbst liegt und dass man sehr viel selber auch zur Heilung beitragen kann. Und dass das alles, was ich Ihnen heute so kurz umreiße, natürlich nur verschiedene Bausteine sind, die Sie nicht alle durchführen müssen. Da hilft Ihnen eventuell auch unser ärztlicher Beratungsdienst in Heidelberg weiter oder in unseren Beratungsstellen und natürlich auch die vielfältigen Broschüren, die wir rausgeben. Und Sie sehen, ich wollte noch mal vorne wegschicken, was ist denn das Besondere eigentlich an der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr? Ich kann mit Stolz sagen, ich bin ja auch im Vorstand tätig, dass wir eigentlich die einzige Organisation hier in Deutschland sind, die Krebserkrankungen, Krebspatienten unabhängig informieren. Wir haben, das sehen Sie, 20.000 Mitglieder und Förderer, ca. 30.000 Anfragen im Jahr und wir beraten wirklich, das kann ich aus vollem Herzen sagen, individuell. Und Sie sehen hier, ich habe Ihnen ein paar Broschüren mitgebracht. Jede von diesen Broschüren kostet natürlich auch Geld im Druck. Da würde ich Sie auch einfach bitten, an unsere Spendenkasse vorne zu denken, wenn Sie noch nicht gespendet haben. Und ich persönlich habe, nachdem ich viele Brustkrebspatienten beraten habe, im Laufe meiner Beratungstätigkeit für die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr irgendwann den Wunsch gehabt, eine eigenständige Brustkrebsbroschüre zu schreiben, weil ich finde, dass so viele Fragen auf die Patienten einprasseln, so ein Überangebot an Fragen sich nach der Diagnosestellung ergibt, dass ich darüber eine eigene Broschüre geschrieben habe und die kennen Sie wahrscheinlich auch alle, die liegt vorne ja aus, Brustkrebs ganzheitlich und individuell behandeln. Also das, was Sie danach lesen können, ist natürlich wesentlich mehr, als ich heute in dem Vortrag sozusagen mit Ihnen abhandeln kann. Hier nur so ein kleines Beispiel, was dort auch drin steht und das ist mir ganz wichtig, dass man auch so einer Diagnose wirklich sich auch entspannt zurücklehnen darf, sich nicht noch zusätzlichen Stress machen muss, denn Brustkrebs ist kein Notfall. Da gibt es auch eine schöne Studie, deswegen habe ich Ihnen diese hier mitgebracht. Da wurden Daten ausgewertet von 7.501 Frauen, die zwischen 1977 und 1999 eine Chemotherapie erhalten hatten. Und ganz egal, ob die Frauen jetzt eine Woche, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen oder sechs oder sogar 13 Wochen gewartet haben bis zum Beginn der adjuvanten Chemotherapie. Es zeigte sich, dass sozusagen früher Beginn, ob man da jetzt nach drei Wochen begonnen hat oder nach 13 Wochen, keinen Unterschied im Überleben ausgemacht hat. Also Brustkrebs ist wirklich kein Notfall und man darf sich auch Zeit für Entscheidungen nehmen. Ein weiteres Problem in der Beratung sind die Leitlinien. Ich habe so die Beobachtung gemacht, dass zunehmende Patientenkompetenz und Leitlinien sich eigentlich in vielen Kliniken voneinander ausschließen. Also Patienten, die eigenverantwortlich denken und vielleicht nicht alle Therapien durchmachen wollen, haben es schwer. Und deswegen habe ich dieses Zitat Ihnen mitgebracht aus Witten von Professor Mathiesen, den ich gut kenne. Leitlinien sind auf allgemeine Krankheitseinheiten und Situationen bezogen, der Behandlungsauftrag des Arztes, aber auf konkrete und damit unaustauschbar Kranke. Das heißt, da spielt natürlich ganz, ganz wichtig die eigene Persönlichkeit, die eigene Individualität für mich und uns eine sehr, sehr große Rolle. Was sind denn nun die Ziele? Was kann man mit einer ganzheitlichen Krebsbehandlung erreichen? Zunächst ist es für mich und für uns auch erstmal eine Ergänzung zur klassischen Krebstherapie. Das heißt, man versucht zum Beispiel während einer Chemotherapie Mangelerscheinungen auszugleichen, Nebenwirkungen zu verhindern, zu vermindern, natürlich auch immer das Immunsystem, das Abwehrsystem zu stärken, die Lebensqualität zu verbessern und dann natürlich auch die Heilungschancen zu verbessern. Die nächste Folie zeigt so ein bisschen die Problematik innerhalb der Schulmedizin, auch innerhalb der Öffentlichkeit. Häufig wird ja biologische Medizin mit alternativer Therapie gleichgesetzt. Dem ist aber in meistens nicht der Fall. Für mich ist eigentlich immer eine komplementäre Medizin, das sagt ja auch der Name, eine ergänzende Medizin zur Schulmedizin. Und das ist auch eigentlich meines Erachtens die beste Bezeichnung. Eine gute Bezeichnung ist auch die ganzheitliche Medizin. Und davon abzugrenzen ist natürlich die Paramedizin oder die Charlatanerie. Also Patienten, die mir immer wieder erzählen, dass sie bei ihren Ärzten 20.000 Euro ausgeben müssen für ein paar Infusionen.
jemand, der zu viel Heilungsversprechen dem Patienten macht und meint, er ist der allein Heiligmachende. Sowas halte ich grundsätzlich zunächst mal für problematisch. Und man sieht es auch in den Umfragen, warum gehen denn überhaupt Krebskranke zu Komplementärmedizinern? Warum fragen Krebspatienten diese biologischen Therapiemaßnahmen nach? Das ist in erster Linie nicht das Misstrauen gegenüber der Schulmedizin, sondern eben der Wunsch, mehr für sich zu tun. Das ist eine Studie aus Freiburg, kein Verwandter von mir, das ist Professor Weiß, ein Psycho-Onkologe dort an der Klinik für Tumorbiologie, der die Befragung durchgeführt hat. Ganz häufig ist es ja so, dass nicht, wenn wir zu Schulmedizinern gehen, haben wir ja häufig auch schon 10 verschiedene Antworten, aber es kann uns auch bei Naturheilmedizinern passieren, dass sie, wenn sie als Krebskranker zu 10 verschiedenen Ärzten gehen, dass sie dann von den Ärzten auch 10 verschiedene Antworten bekommen. Dem versuche ich so ein bisschen hier entgegenzusteuern, indem ich Ihnen gleich zeige, was ergänzend, was komplementär möglich ist. Ein weiteres Problem, was eben auch noch in der Medizin leider da ist, das erlebe ich auch persönlich immer wieder, dass natürlich jeder Arzt hat den Wunsch, sie zu heilen, aber möglichst mit dem Instrumentarium seines Fachwissens. Das heißt, der Radiologe macht natürlich in erster Linie Strahlentherapie und der Chemotherapiearzt oder der Onkologe natürlich in erster Linie die Chemotherapie. Und manchmal, deswegen finde ich das Bild auch so schön, wird man dann dementsprechend zerstückelt als Patient. Das hoffe ich, dass Ihnen das nicht so widerfahren ist, aber es gibt es manchmal. Und ich habe auch leider die Erfahrung gemacht, dass die Tumorkonferenzen in die Kliniken, die beziehen ja nicht die Patienten ein. Die Patienten werden ja nicht gefragt, was sie eigentlich wollen. Es gibt ein paar wenige gute Beispiele an Kliniken, auch das Gemeinschaftskrankenhaus in Wittenherdecke. Da muss noch viel getan werden letztendlich. Und wir lernen ja in unserem Medizinstudium auch nicht sozusagen, wozu es eigentlich, was es bedarf, um gesund zu werden. Wir lernen in der Schulmedizin das Thema Pathogenese recht gut, also wie wird ein Mensch krank, aber wir lernen wenig über die sogenannte Salutogenese, wie wird man wieder gesund. Und das ist so ein Wahlspruch von mir, den Sie auch in der Brustkrebsbroschüre wiederfinden. Also Sie sind jetzt hier wahrscheinlich 70 Menschen, Frauen, aber jeder ist ganz, ganz unterschiedlich. Vielfalt ist das Grundprinzip der Schöpfung. Es gibt keine 2 Schneeflocken, Grashalme oder Menschen, die sich genau gleichen. Und das heißt, das, was für die Nachbarin vielleicht ganz gut sein kann, kann bei Ihnen wiederum gar nicht indiziert sein oder gar nicht sinnvoll sein. Das gilt sowohl für die Schulmedizin als auch natürlich für die Naturheilkunde. Und ich wollte Ihnen hier mal so 2 Folien zeigen, die so ein bisschen das ganzheitliche Konzept verdeutlichen. Für mich ist immer ganz, ganz wichtig, dass Sie in der Mitte stehen. Also der Patient ist eigentlich der wesentliche Bestandteil der Therapie und drumherum gruppieren sich so natürlich die Chemotherapie, Operation, Bestrahlung und die komplementäre Medizin. Und was die komplementäre Medizin für die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr bedeutet, das zeige ich Ihnen in der nächsten Folie. Wieder in der Mitte steht der Patient, stehen Sie. Dann geht es natürlich um die psychoonkologische Begleitung, um die Stoffwechselaktivierung, es geht auch um die Abwehrstärkung und es geht auch um Entgiftung und Störfeldsanierung. Und ganz am Anfang wollte ich Ihnen die Maßnahmen gerne vorstellen, die Sie als Patient selber tun können. Das ist nämlich eine Menge. Das sind so die 3 Säulen oder die 3 Kreise hier. Das sind natürlich in erster Linie die psychoonkologische Stabilisierung, Sport, Bewegung. Sie kennen vielleicht dieses schöne Buch Zellen mögen Fahrrad fahren, so heißt es, glaube ich, ähnlich. Oder kann es auch ummünzen, Krebszellen mögen, wenn man Fahrrad fährt. Und Ernährung. Ganz wichtig ist da natürlich auch ein bisschen ein Stück weit den inneren Schweinehund zu überwinden. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, mein Jüngster geht in die Schule seit einem halben Jahr und da habe ich eine Stunde mehr Zeit gehabt morgens. Und ich habe überlegt, ja, was machst du denn jetzt zwischen 8 und 9? Fängst du wieder an zu arbeiten oder was tust du? Und ich versuche eigentlich wirklich 4-mal in der Woche 30 Minuten dann Ergometer zu fahren. Ich habe das bisher nicht bereut. Also ich habe für mich die persönliche Erfahrung gemacht, dass sich da einfach sehr viel anbahnt, wenn man das bereits mal durchgeführt hat, wenn die Gewohnheit mal eingesetzt hat. Also ich möchte es gar nicht mehr wissen. Ich habe manchmal regelrecht Hunger und Lust, mich aufs Fahrrad zu setzen morgens. Und ich bin sehr froh drum, um diese Stunde morgens mehr. Und vor allen Dingen, dass ich nicht arbeite. Wie können Sie Ihre Psyche stärken? Da gibt es verschiedene Verfahren, da haben Sie viele schon auf diesem Kongress hier kennengelernt. Die Visualisierung nach Simonton, die Gesprächstherapie, auch die Stärkung des Prinzips Hoffnung, das halte ich für eine ganz wesentliche Sache, dass man ja auch krank sein kann und sich trotzdem gesund fühlen kann. Und für mich eigentlich die einfachste Methode, um wirklich psychisch stabiler zu werden, ist die Förderung der Achtsamkeit.
Da gehe ich später in meinem Vortrag auch noch genauer darauf ein. Was Sie auch von diesen Therapiemethoden auswählen, wählen Sie das aus, was Sie wirklich auch längerfristig machen, was Ihnen Freude bringt. Und es gibt auch ein paar wunderschöne Bücher zum Thema Psychoonkologie. Mein Chef, der Herr Dr. Irmay, hat eins geschrieben. Und dann vom Carl Simon natürlich gibt es mehrere Bücher. Ganz besonders möchte ich Ihnen empfehlen, das Buch Patientenkompetenz – Eigene Wege gehen von der Frau Delia Schreiber. Das ist eine Psycho-Onkologin in der Schweiz, die dort Patienten berät, schon seit Jahren. Und die Stiftung Patientenkompetenz, da geht es letztendlich wirklich um die Förderung der Selbstheilungskräfte. Ein ganz, ganz tolles, kleines Buch. Wenn Sie nicht viel lesen mögen, dann würde ich Ihnen das sehr ans Herz legen. Und den Herrn Walter Weber, den haben Sie vielleicht auch schon mal kennengelernt bei einem unserer Kongresse. Der hat das wunderschöne Buch geschrieben, Hoffnung bei Krebs. Diese Buchempfehlungen sind übrigens alle auch in unserer Brustkrebsbroschüre nochmal beschrieben. Bewegung und Sport, ja, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer dass man es machen sollte oder dass man es mit Freude mal angeht. Einfach mal wirklich ausprobieren, welche Sportart einem gut tut und dann es lieber regelmäßig machen, als nur einmal in der Woche eine Stunde, sondern wirklich regelmäßig, am besten jeden Tag. Das kann für den einen Tanzen sein, das kann für den anderen Walking sein. Und hier unten, Sie sehen es schon, steht der ganz, ganz wichtige Satz. Der stammt nicht von mir, sondern von der Frau Professor Dr. Kichler aus München, der leitenden Frauenärztin des Uniklinikums München dort. Sport ist bei Krebs mindestens so wichtig wie ein Krebsmedikament. Und Sie sehen auch hier, ich habe Ihnen eine Studie mitgebracht, dass wöchentlich 3 bis 5 Stunden Laufen das Risiko senken, an Brustkrebs zu sterben, um 51%. Das ist verdammt viel. Und hier nochmal das Zitat von der Frau Professor Kichler auf einem Sportkongress. Derartige Resultate, das muss man ganz ehrlich sagen, erreichen wir mit keiner anderen Therapie, sei es Chemo- oder Antikörpertherapie. Und es ermutigt. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, Bewegung zu machen. Der Mensch ist ein Bewegungstier. Und Sie sehen auch hier auch wieder 3 Stunden schnelles Gehen alleine. Das ist ja gar nicht mal so viel. In der Woche mehr als 3 Stunden schnelles Gehen senkt das Risiko um 50%. Und hier, das ist ein Ausdruck, ein Zitat, der stammt nicht von mir, den habe ich zufällig zu diesem Thema auf der Webseite von der Deutschen Krebsgesellschaft gefunden. Und das darf man sich ruhig mal auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Bei Frauen mit hormonabhängig wachsendem Brustkrebs senkt Sport den Östrogenspiegel in Blut und Gewebe ebenso wie eine medikamentöse antihormonelle Therapie. Und was sind die Gründe dafür, warum das so ist? Das ist zum einen, dass natürlich Gewichtsabnahme hervorgerufen wird. Da weiß man, das ist ein Risikofaktor für die Entstehung von Brustkrebserkrankungen, dass auch geringere Konzentrationen von Östrogenvorstufen freigesetzt werden und dass Wachstumsfaktoren abgesenkt werden. Man weiß inzwischen durch Forschungsergebnisse, dass das Fettgewebe selber Wachstumsfaktoren dezerniert, also Wachstumshormone ausbildet. Und wenn man dann natürlich ein Gewicht abnimmt, hat man auch weniger wachstumsfördernde Hormone im Blut. Und ein weiterer Mechanismus kann auch sein, dass die Kontaktzeit durch die Bewegung von krebserregenden Stoffen im Magen-Darm-Trakt verkürzt wird. Also meine Botschaft, wirklich gehen Sie raus, laufen Sie gleich mal eine Stunde, wenn wir schon so lange hier gesessen haben, und bewegen Sie sich. Gesunde Ernährung will ich gar nicht so viel drüber sagen, weil die Frau Bielmeier macht nachher so einen wunderbaren Vortrag zum Thema Ernährung. Das ist letztendlich für mich auch ein ganz essentieller Baustein. Und ich möchte Ihnen gar nicht so viel mit auf den Weg geben, nur Sie so ein bisschen aufs Thema neugierig machen, was es letztendlich bedeutet. Das wird Ihnen nachher die Frau Dr. Bielmeier auch nochmal referieren, dass man eben möglichst bunt isst, also möglichst viel Gemüse, möglichst viel Obst, Gemüse noch mehr als Obst, und dass man vielleicht am Anfang sich vornimmt, einfach mal immer ein Stück Gemüse oder ein Stück Obst zu der Hauptmahlzeit und zu den Nebenmahlzeiten mit dazuzunehmen. Wenn man es nicht so gut verträgt, Rohkost, dann lieber raspeln. Man kann wirklich Spaß am Essen haben. Also ich merke das auch zunehmend, Sie werden es auch nachher sehen an der Folie, ich bin ein Freund von grünen Smoothies geworden, weil ich lange Zeit nach einem passenden Nahrungsergänzungsmittel gesucht habe. Und ich finde das deswegen so hervorragend, weil ich weiß letztendlich all das, was ich mir in den Mixer tue. Ich sehe das, was das ist. Bei Nahrungsergänzungsmitteln weiß man das häufig gar nicht. Und ich habe dadurch wirklich auch nach meinen beiden Schwangerschaften auch deutlich an Gewicht abgenommen. Und ich möchte Ihnen den Rat geben, abonnieren Sie eine Biokiste.
Das ist was ganz Tolles. Sie kriegen jede Woche so eine Lieferung. Sie können das selber bestellen, selber managen oder Sie lassen sich überraschen. Ich bestelle das bei einem Demeterhof in der Nähe von Rosenfeld, wo auch die Firma Helixor sitzt. Ich habe das über die Webseite Ökokiste. Da gibt es verschiedene Anbieter, können Sie nach Postleitzahlen suchen. Wie gesagt, Sie können auch regionale Biokisten bestellen dort. Und das Tolle ist bei der Firma, wo ich das jetzt bestelle, dass man da immer, wenn man sich überraschen lässt, auch immer Rezepte mit dazu kriegt. Also ich wusste am Anfang erstmal nicht, was man aus Rote Beete macht, außer dass man Rote Beete-Saft trinken kann. Aber das lernen Sie halt wirklich auch dazu und es ist relativ einfach dann. Also deswegen gehen Sie auf diese Webseite mal und suchen sich in Ihrem regionalen Umfeld mal einen Anbieter, der so Biokisten vertreibt. Und zum Weiterlesen würde ich Ihnen ganz, ganz arg ans Herz legen, das wunderschöne Buch von der Frau Dr. Bielmeier. Das sage ich jetzt nicht nur einfach so, sondern ich habe es wirklich mit Genuss und Freude gelesen, Tomatenrot und Drachengrün. Zur wissenschaftlichen Vertiefung gibt es dann auch so das Buch von den Kanadiern, kanadischen Forschern, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Und auch ein ganz wunderbares Buch, finde ich, das Beste zum Thema grüne Smoothies. Ich habe inzwischen bestimmt 15 Bücher zu Smoothies, aber das ist immer noch das Beste, finde ich, von dem Österreicher Christian Gut, Grüne Smoothies und Gräfe und Unser Verlag. Und ein ganz tolles Buch für auch jüngere Patientinnen, das habe ich vor einer Woche gelesen von der Amerikanerin Chris Carr, wer so ein bisschen amerikanisch lesen mag, den provokativen Titel Crazy Sexy Gesund. Ein ganz tolles Buch, was auch motivierend wirkt. Ganz kurz wollte ich noch zum Thema Vitamine was sagen. Wann brauchen wir Vitamine? Ich persönlich mache es eigentlich so, dass ich vor allem während Chemotherapie und Strahlentherapie gezielt mich an den Laborwerten orientiere und vor allen Dingen Selen verabreiche und empfehle. Ich wollte Ihnen hier an dieser Folie einfach nur mal zeigen, wie häufig ein Vitaminmangel sein kann, was es auch für verschiedene Medikamente gibt, die Vitaminmangel verursachen können. Zum Beispiel ja auch das während Chemotherapie verabreichte Cortison. Aber für mich ist es eben ganz, ganz wichtig, die Vitaminspiegel auch zu kennen, eben vor allem vom Selen und vom Vitamin D. Und beim Vitamin D weiß man inzwischen durch viele Studien, dass Vitamin D das Rückfallrisiko erhöht bei Brustkrebs, wenn man Vitamin D-Mangel hat. Deswegen empfehle ich das immer bei der Erstdiagnose mitzubestimmen. Das 25-Hydroxyvitamin D, nicht das 1,25, das wissen häufig die Hausärzte nicht. Sie können es auch alles ganz toll in unserem Infoblatt zu Vitamin D nachlesen. Und diese Studie, die ich Ihnen hier gezeigt habe von Goodwin, da bestätigt sich letztendlich das, was ich auch in der Praxis sehe, dass nur eben 24% der Frauen normale Vitamin D-Spiegel hatten. Und ganz entscheidend auch in dieser Studie finde ich die Aussage, dass Frauen mit G3-Tumoren, also mit besonders aggressiven Brusttumoren, signifikant häufiger niedrigere Vitamin-D-Spiegel hatten. Und so eine Standarddosis kann man sich merken, selbst wenn man jetzt den Vitamin-D-Spiegel nicht kennen sollte, sind 2000 Einheiten täglich. Aber am besten ist es eigentlich wirklich, den Spiegel zu bestimmen. Dann, es gibt natürlich alles Mögliche an Einsatzgebieten noch. Von Vitaminen, von Spurenelementen. Ganz, ganz wichtig eben, das kommt später auch noch, das Selen bei Armschwellungen, bei Armlymphödemen, aber auch das L-Carnitin, das Selen, das Coenzym, wenn man den Herzmuskel stärken will. Und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Vitamin C intravenös bei Schwäche, aber auch L-Carnitin. Aber bei dem Ganzen allen, Sie sehen es hier schon, das ist recht umfangreich, muss man eigentlich immer einen Therapeuten fragen. Also das bringt dann nichts in Eigentherapie, irgendwas zu machen. Zum Beispiel hier unten bei Nervenschädigungen, Polyneuropathie ist sehr schwer zu behandeln. Da braucht man wirklich jemanden, der einen auch ein Stück weit an die Hand nimmt. Ein ganz einfacher Tipp bei Hand-Fuß-Syndrom oder Polyneuropathie von meiner Seite, cremen sich mal Ihre Hände und Füße regelmäßig mit Hanföl ein. Also entweder Hanföl vom Bioladen oder es gibt auch inzwischen spezielle Firmen, die Hanföl herstellen. Das ist was ganz besonders Hervorragendes. Wirklich habe ich die persönliche Erfahrung gemacht zur Vorbeugung vom Hand-Fuß-Syndrom und zur Vorbeugung auch der Polyneuropathie. Zweimal täglich mit Hanföl eincremen. Und hier nochmal eben ganz wichtig, eine Therapie mit Vitaminspurenelementen sollte immer mit dem Therapeuten zusammen erfolgen. Und es ist auch immer eine Kombination mit Pflanzenextrakten besser als die isolierte synthetische Gabe von Vitaminen natürlich. Und Mangelzustände lassen sich eben nur durch Laboranalysen klären, vor allem da ans Selen und ans Vitamin D denken. Und natürlich auch bei dem Ganzen, ich möchte eigentlich keinen Patienten zum Pillenschlucken verführen.
dran denken, dass sie natürlich auch noch essen sollen. Der Herr Müller, der sitzt hier bei seinem Arzt und sagt, ich nehme jetzt diese Vitaminpillen schon einen ganzen Monat und fühle mich immer noch schlaff. Dann sagt der Arzt zu ihm, das liegt an ihrer Ernährung. Und der Herr Müller, was denn, muss ich auch noch essen? Also das sollte Ihnen natürlich nicht passieren. Dann ganz wichtig, der Darm. Halte ich für was ganz, 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 ganz Wesentliches, dass man den Darm nicht vergessen sollte, denn er ist eigentlich das wichtigste Abwehrsystem, das wichtigste Abwehrorgan. Und er ist riesig, wenn man sich mal vorstellt, Sie würden den Darm jetzt hier auslegen, dann wird er hier den ganzen Raum ausfüllen, nicht ganz vielleicht, aber doch so ein halbes Fußballfeld, ein Viertel bis halbes, also ein Reihenhausgarten passt da bestimmt rein, je nachdem wie groß der Reihenhausgarten ist. Und Sie sehen es auch darin, 80% aller Abwehrzellen sind im Darm tätig. Und der Darm hat sogar einen eigenen Namen, dieses Darmabwehrsystem, nämlich im Englischen Mucosa-Associated Tissue oder Galt-Associated Lymphatic Tissue. Und warum das so ist, also in jedem der Darm, der hat ja erstmal so ganze Ausstülpungen, der zieht hier erstmal so Querschnitt durch den Darm und da sind die Falten und die Falten haben hier nochmal Ausstülpungen und das sind so die kleinste Zelle im Darmbereich und da sitzen überall auch Lymphzellen drumherum. Und der Darm ist häufig bei uns geschädigt, einfach durch die Ernährung, die wir vielleicht vorher hatten, durch auch die chemotherapeutische Behandlung und eben neben diesen ganzen Aufgaben wie Aufschließen von Nahrungsbestandteilen, Bildung von Vitaminen, dass er aufpasst, dass keine Viren oder Bakterien uns besiedeln, ist er eben für das Immuntraining ganz, ganz wesentlich. Und da das so häufig vorkommt, vor allem bei Strahlentherapie und Chemotherapiepatienten, ich habe auch viele Patienten natürlich, die dauerhaft Antibiotika einnehmen müssen, sollte man ganz, ganz wichtig immer auch den Darm im Auge behalten, gerade wenn sie dauerhaft Beschwerden haben in dem Bereich. Was man da machen kann, ist relativ einfach. Zuerst natürlich eine Ernährungsumstellung, mehr in Richtung vitalstoffreich, mehr in Richtung bunt. Wenn Sie Rohkost nicht vertragen, zunächst mal mit gedünstetem Gemüse anfangen, ballaststoffreich. Während der Chemotherapie nicht immer sinnvoll, dann eher fein gemahlenes Getreide. Aber wirklich wissen, dass Sie gerne bunt essen dürfen und zu viel Zucker natürlich meiden und zu viel tierisches Eiweiß und Fette. Und eine ganz besondere Empfehlung, die ich eigentlich jedem Patienten, jedem Gesunden mit auf den Weg geben würde, ist, dass Sie milchsäurehaltige Lebensmittel konsumieren dürfen, wie zum Beispiel rote Beete-Most oder Gemüsesäfte. Da gibt es ja ganz hervorragende von Firma Völkel, von der Firma Eden, die auch wirklich gut schmecken. Ich persönlich bin so ein Fan vom Rechtsregulat, weil man da nur einen Esslöffel einnehmen muss. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und dann in zweiter Linie kommt eigentlich, wenn das alles sozusagen die Beschwerden immer noch fortbestehen, obwohl Sie Ihre Ernährung umgestellt haben, obwohl Sie milchsäurehaltige Lebensmittel zu sich genommen haben, dann in zweiter Priorität kommt eigentlich dann erst die Darmflora-Diagnostik zum Tragen, also dass man dann spezielle Präparate einnimmt, nachdem man vorher die Darmbakterien genau analysiert hat. Aber vorher steht eigentlich immer die Ernährungsumstellung, spielt eine große Rolle. Und wenn man schon mal eine Darmdiagnostik macht, also die Darmbakterien bestimmt, die im Darm vorkommen, dann sollte man auch ganz, ganz wichtig an Verdauungsrückstände denken, weil bei vielen häufig auch so Dinge vorliegen wie Gallensäureverlustsyndrom, Fettverdauungsstörungen. Wenn Sie da Interesse haben, das mal nachzulesen, gibt es ein ganz wunderbares Buch von einem Internisten, den ich sehr schätze, dem Herrn Dr. Schmiedl. Das ist ärztlicher Leiter der Habichtsklinik, der inneren Abteilung dort. Der hat ein Buch geschrieben, im Trias Verlag veröffentlicht, Alarm im Darm. Da wird das auch alles sehr schön erklärt. Und das andere Buch, Sie sehen hier von der Frau Enders, das ist ja im Moment ganz hoch oben in den Listen, Darm mit Charme. Das finde ich auch sehr schön, aber ich finde eigentlich noch besser das Buch von dem Herrn Dr. Volker Schmiedl. Dann will ich noch mal weitergehen mit Ihnen. Sie sehen, wir haben schon einige Bereiche jetzt angeschnitten. Das, was Sie selber für sich tun können, der Bereich der Stoffwechselaktivierung. Und jetzt wollte ich zum Bereich der Abwehrstärkung kommen, wobei ich vor allen Dingen Ihnen die Enzyme vorstellen wollte, die proteolytischen Enzyme. Sie kennen das, es sind Präparate wie zum Beispiel Wobenzym, Enzymvit, Wobemucos oder Karazym oder auch Bromelain, Proteozym. Das sind letztendlich Ananas-Papaya-Enzyme oder eben auch aus tierischen Bestandteilen, die bei Tumoren eingesetzt werden, um sozusagen Eiweiße aufzulösen. Man hat die Erfahrung gemacht, dass wenn eine Metastasierung stattfindet, dass die Tumorzellen sich häufig Haufen bilden, Häufchen ansammeln im Blut und diese Haufen können durch diese proteolytischen Enzyme aufgelöst werden.
und sie bewirken auch eine Veränderung der Anheftungsfähigkeit der Tumorzellen. Sie bewirken auch zum Beispiel, dass Fibrinkomplexe aufgelöst werden, also solche Komplexe, die sich bilden, wenn sie zum Beispiel ein Lymphödem haben. Da ist eigentlich ein ganz, ganz großes Aufgabenfeld, dass man dabei Lymphödem die Enzyme einsetzt. Sie sehen es hier. Was die noch machen, ist, dass sie Eiweißhüllen von Tumorzellen eben freilegen. Das hat als Nachteil, wenn man es so nennen will, so ein bisschen eine veränderte Fließfähigkeit des Blutes. Das heißt, das Blut wird ein bisschen leicht dünner, deswegen sollte man auch diese Enzyme vor Operationen absetzen, ähnlich wie es Aspirin. Auch hier nochmal eine Zusammenfassung von der Wirkungsweise. Sie fördern auch die Ausschüttung von wichtigen Botenstoffen des Abwehrsystems und sie verhindern auch die Freisetzung von diesem TGF-Beta-Faktor, der das Immunsystem eher unterdrückt. Und eben ganz, ganz wichtig bei Armlymphödemen der Einsatz. Ich hatte auch schon mehrere Patienten, die hatten während Strahlentherapie und auch danach einfach noch diese Brustschmerzen, Spannungsgefühl in den beiden Brüsten. Da habe ich die Erfahrung, wenn man da Enzyme einsetzt, kommt das relativ rasch zum Abklingen. Was es noch zur Abwehrstärkung gibt, sehen Sie hier. Auf die Misteltherapie wollte ich natürlich nicht eingehen. Thymushyperthermie, wobei ich schon sagen muss, dass die Misteltherapie natürlich im deutschsprachigen Raum das häufigste ist, was Patienten anwenden, auch das, was am meisten nachgefragt wird. Sie werden das nachher noch sehen. Es gibt auch noch die Ergänzung der asiatischen Heilpilze, der asiatischen Vitalpilze. Darüber wird später die Frau Dr. Bielmeier referieren. Und auf der nächsten Folie sehen Sie so eine Zusammenfassung von dem, was es alles gibt, um das Abwehrsystem zu stärken. Wobei man natürlich auch sagen muss, auch Sport ist eine Stärkung des Abwehrsystems. Auch eine richtige Ernährung ist eine Stärkung des Abwehrsystems. Also es müssen nicht immer so komplizierte Dinge sein, will ich damit sagen. Und was es eben gibt, was es an medizinischen Dingen gibt, an naturheilkundlichen Dingen, um das Abwehrsystem noch mehr zu stimulieren, ist die Misteltherapie. Allen voran Echinazin, wobei das weniger häufig eingesetzt wird. Dann auch Organextrakte, die sind allerdings auch eher in den Hintergrund getreten, weil viele Firmen das gar nicht mehr so frei anbieten dürfen, sondern nur noch die Hersteller letztendlich diese Mittel selber herstellen dürfen. Sprich Thymus gibt es eigentlich nur noch bei entsprechenden Ärzten, die das selber in Labors herstellen. Und dann die Ganzkörperhyperthermie, die Tiefenhyperthermie, Sauerstofftherapien und Fiebertherapie. Das alles spielt aber nicht so einen großen Stellenwert. Und dann das Thema Entgiftungsstörfeldsanierung. Nochmal so ein paar ganz kurze Stichpunkte. Sie sehen, wir haben jetzt schon relativ viel besprochen. Es kann manchmal sein, dass wenn dauerhaft Störfelder bestehen, dass dann ein gewisses Heilungshindernis, so nennen das die Therapeuten, da ist. Also es lohnt sich auch mal nach Störfeldern zu schauen. Typisches Störfeld ist der Darm. Wenn der im Ungleichgewicht ist, sollte der natürlich wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Was noch Störfelder sein können, sind Narben, sind Zähne. Es gibt auch die ganz wunderbare Infobroschüre zur ganzheitlichen Zahnmedizin vorne bei uns am Stand. Und dann natürlich auch Kopfherde, wie zum Beispiel chronische Nasennebenhöhlen und Mandelentzündungen. Wie man das letztendlich therapiert, da spielt die Neuraltherapie, da spielt die Akupunktur eine sehr große Rolle. Natürlich bei den Zähnen auch eine entsprechende Zahnsanierung und im Magen-Darm-Bereich natürlich eine Darmregulation durch Ernährung oder durch spezifische Präparate, aber eben auch eine Ausleitung und Entgiftung. Und auch bei Kopfherden ist ganz entscheidend, auch die Neuraltherapie ist da sehr wichtig, Akupunktur, Ausleitung, Ölkauen, auch wieder eine ganz einfache Maßnahme. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen kennt, ne? 10 Minuten Sonnenblumenöl oder anderes Öl vorm Frühstück kauen und dann wieder ausspucken, gibt es auch eine genaue Dosierungsanleitung bei uns auf der Internetseite. Wie kann man jetzt die Ausscheidungsorgane spezifisch anregen? Das sind einmal die pflanzlichen Urtinkturen, die wir da empfehlen, zum Beispiel von der Firma Ceres oder Firma Hehl. Das sind meistens kurmäßige Anwendungen von 4 bis 6 Wochen. Dann gibt es die wunderbaren Heiltees, wobei ich die immer durchmischen würde, also nicht nur einen Heiltee trinken, sondern immer viele verschiedene. Und das Vitalöl nach Dr. Fernando empfehlen wir relativ häufig und auch das Ölkauen. Ölkauen eben vor allem auch bei Parodontitis, bei Zahnfleischbeschwerden, bei Belag auf der Zunge, auch mal beim Belag auf der Zunge an so einen ayurvedischen Spatel denken. Das sind ganz wichtige, einfache Maßnahmen. Dann was man, kann man in der Entgiftung spezifisch machen, zum Beispiel bei Lebermetastasen und auch unter antihormonelle Therapie steht Mariendistel ganz vorne, aber auch so Dinge wie Löwenzahn oder Ornithinaspartat. Bei Verdauungsstörungen empfehle ich natürlich auch den Bitterstern recht gerne, auch die Heilerde spielt da eine große Rolle. Und bei Schwermetallbelastung sollte man eigentlich grundsätzlich zu einem entsprechend spezialisierten Therapeuten gehen. Sie sehen dann hier nochmal die Zusammenfassung, was wir heute
alles miteinander durchgegangen sind, von der Selbsthilfe, von dem, was sie selber tun können, Ernährung, Sport, psychische Begleitung, aber eben auch diese Themen wie Stoffwechselaktivierung, Vitamine, Spurenelemente, Darmflora, Enzyme und dann das große Thema der Abwehrstärkung und Entgiftungsstörfeldsanierung. Und bei diesen ganz vielen Maßnahmen rate ich Ihnen trotzdem, einen kühlen Kopf zu bewahren. Also Sie müssen nicht alles, was ich jetzt Ihnen vorgetragen habe, machen. Manchmal sind es auch, oder meistens sind es auch die einfachen Dinge, die einem schon weiterhelfen. Und sehen Sie es vielleicht so, ganz egal, was Sie machen, tun Sie es mit Freude, tun Sie eher wenig und sagen Sie sich selbst, ein Weg von 1000 Meilen beginnt mit einem Schritt. Und jetzt darf ich Ihnen auch noch verraten, was ich für mich tue. Das habe ich auch mal versucht aufzulisten. Das sind in erster Linie grüne Smoothies, den habe ich mir heute auch eingemacht. Ich kaufe fast ausschließlich im Bioladen ein. Dann regelmäßig mal nehme ich eigentlich Vitamin D als Kapseln und auch ab und zu als Tropfen. Ich kenne auch meinen Vitamin D-Spiegel. Ich nehme, weil ich so ein bisschen eine jodmangelbedingte Struma habe, ein bisschen natürliches Jod aus Algen ein. Das tut mir auch recht gut. Unregelmäßig mache ich ab und zu mal eine Selenkur oder eine Zinkkur, nehme auch ab und zu Magnesium, weil das ist bei einer Vitamin-D-Substitution ganz wichtig. Manche Patienten haben darunter einen Magnesiummangel, also denken Sie da auch ans Magnesium, wenn Sie Vitamin D einnehmen. Ich nehme auch gerne Rechtsregulat mal als Kur ein. Ich versuche, dankbar zu sein, achtsam zu sein. Da komme ich aber später noch drauf, in meinem letzten Vortrag. Ich mache, wie gesagt, 3x30 Minuten, setze ich mich aufs Fahrrad, unten in meinem Büro steht das. Aber ich ziehe das Fahrrad dann vor, nicht die Arbeit. Ich creme ja eigentlich seit, ich hatte vor, als ich 32 war, jetzt bin ich ja 45, mit 32 hatte ich ein Fibroadenom in der Brust und seitdem creme ich eigentlich regelmäßig meinen Busen mit Löwenzahnöl ein. Ich bestelle das von der Kräuteralp, so heißen die auch. Das ist eine ganz wunderbare Sache, Löwenzahnöl mit Olivenöl gemischt. Und ich nehme nur Naturkosmetik und absolut keine Deos. Ich habe nie Deos gehabt. Die haben bei mir immer irgendwie in der Ecke gestanden. Ich weiß gar nicht. Also so, das sind so das, was ich mache. Und ja, wie Sie mich erreichen können, einmal in der Beratungsstelle in Stuttgart. Ich mache am Dienstag und Freitag telefoniere ich für die Heidelberger Hauptgeschäftsstelle und mache die Rückrufe für Patienten. Ich beantworte die ganzen E-Mail-Anfragen, die an uns gestellt werden. Und bin meistens mittwochs in der Beratungsstelle recht gut erreichbar, zwischen 9 und 13 Uhr. Und am Donnerstag bin ich auf einer anderen Baustelle sozusagen, da mache ich jetzt seit Juli letzten Jahres, führe ich eine naturheilkundliche Sprechstunde am Brustzentrum der Frauenkliniken Böblingen-Leonberg durch. Und das mache ich auch mit sehr viel Engagement und freue mich, weil das ist eine tolle Geschichte, weil es ja nicht selbstverständlich ist, dass Schulmediziner auch Naturheilkunde ins Haus lassen. Ja, und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken und freue mich noch ein bisschen auf Fragen.